Hallo ihr Lieben, ich melde mich jetzt mal nochmal zurück mit einer Videorezension und zwar, ich möchte nicht lang warten, mit Joy Fieldings, sag, dass du mich liebst. Ich finde es so klasse, das Cover auch, weil das hier ist so ein Druck, den man auch spüren kann. Hier hinten merkt man nicht viel, aber hier vorne merkt man richtig so, sieht man jetzt nicht viel. Ich finde es klasse. Und zwar geht es um die junge Bailey Carpenter, die ist Privatdetektivin, eine erfolgreiche Privatdetektivin in Miami. Und sie ist gerade auf der, beziehungsweise dabei, jemanden zu beobachten. Da passiert das, was, ohne dass es das Buch sonst nicht gegeben hätte, muss ich es ganz ehrlich sagen. Und zwar, die junge Frau wird überfallen und entgeht nur wirklich sehr knapp dem Tod. In der folgenden Zeit beschreibt dieses Buch sehr eindrucksvoll, finde ich, wie sie wieder versucht, ins Leben zurückzufinden, wie sie wieder versucht, die Kontrolle über ihr Leben zu finden. Und zwar mit Hilfe ihrer Geschwister Heath und Claire. Beziehungsweise Heath, Claire und Claires Tochter Jade. Muss ich ganz ehrlich sagen, die hat eine ganz große Klappe, die Jade. Es ist wirklich authentisch, beziehungsweise sehr klasse geschrieben und ich finde, es bringt einem wirklich nahe, wie schwer es die Opfer von einem Überfall oder sonstigen Gewaltverbrechen haben, wieder ins Leben zurückzukommen. Sie beschreibt das sehr eindringlich, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr authentisch. Und, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es endet auch mit einem großen Knall. Ich werde jetzt nicht so viel verraten, ich möchte keinen Spoiler-Alarm setzen. Es ist Wahnsinn, wie die Frau immer drauf kommt, die Geschichte im Endeffekt dann wieder so rumzudrehen. Und ich hätte es nicht gedacht, dass Menschen so abgrundtief sein können. Ich sage jetzt nicht mehr dazu. Ich muss mich zurückhalten. Auf jeden Fall hat Bailey einen sehr beschwerlichen Weg. Sie und ihre 7 Geschwister, ja, sie hat 7 Geschwister, müssen auch noch mit privaten Dingen klarkommen, haben noch privat oder beziehungsweise in der Familie herrscht sehr viel Streit und Stress mit den Geschwistern. Die Eltern sind beide leider nicht mehr da. Und dann hat sie auf der einen Seite diesen Familienstress und auf der anderen Seite hat sie dann diese Tat, die ihr immer noch Kopfzerbrechen bereitet, wo sie wirklich lange drum kämpfen muss, bis sie wieder in einem normalen Leben ist, beziehungsweise auf einem normalen Lebensweg. Und das wünsche ich wirklich, ganz ehrlich gesagt, keinem, der wirklich, dass jemand wirklich so lange oder dass jemandem so etwas passiert und sie kämpft und sie gewinnt auch im Endeffekt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ihr könnt da von mir aus einen Spoiler-Alarm setzen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, sie kämpft und gewinnt, aber zu welchem Preis gewinnt sie ihr Leben zurück. Zu Joy Fielding, es ist eine super Autorin, wo ich das Buch wirklich im Tun gesehen habe. Ich habe echt gedacht, nein, diesmal nicht. Ich bin noch 5-mal dran vorbeigelaufen und habe es mir dann doch geholt, weil mich einfach dieser Inhaltstext, der hinten drauf steht, wirklich so angesprochen hat. Ich liebe Joy Fielding, sie schreibt so klasse Bücher und Alex Dengler von denglersbuchkritik.de schreibt hier hinten drauf auch ganz klasse. Joy Fielding lesen heißt den perfekten Thriller lesen. Muss ich auch ganz ehrlich zustimmen. Ihr müsst es euch wirklich holen. Jeder, der Thriller begeistert ist oder jeder, der auch Joy Fielding begeistert ist, der muss es gelesen haben. Es sind wieder mal die Abgründe des menschlichen Wesens. Aber Joy Fielding hat sie ganz toll eingefangen und hat auch eine junge Frau ganz toll wieder zu ihrem Lebensweg zurückfinden lassen. Ich würde es wirklich weiterempfehlen für alle, die Thriller-Fans sind, für alle, die Joy Fielding schon gelesen haben. Es ist klasse. So, dann wünsche ich euch noch viel Spaß an diesem herrlichen Samstagmorgen. Naja, hier hängt die Wolkendecke ziemlich tief. Ah ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß trotzdem an diesem Samstagmorgen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!